Optionsstrategien für die Praxis, das ist ja nicht nur ein Buch, sondern das ist natürlich auch eine Philosophie. Das heißt, es gibt unglaublich viele Optionsstrategien. Die wenigsten davon sind aber für die Praxis eines Privatanlegers geeignet. Und deswegen will ich dir heute mal 4 Optionsstrategien zeigen, die ich persönlich sehr, sehr gerne handle und in welcher Reihenfolge ich sie handle. Los geht's! Schön, dass du wieder mit dabei bist hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Und am Anfang habe ich eine Bitte. Und zwar, wir wollen ja diesen Kanal wieder nach vorn bringen. Und ich habe das letzte Mal nachgeschaut in die Statistiken. Wir werten ja alles aus. So, und habe ich gesehen, dass viel, viel mehr hier zugeschaut haben, als dass es Abonnenten waren. Also das heißt, von denen, die beim letzten Mal zugeschaut haben, war ungefähr nur 1/3 Abonnenten. Hey, und wenn du hier kein Video verpassen willst, dann klick da unten mal auf Abonnieren und das kostet nichts, es tut nicht weh, es beißt nicht. Also einfach mal drauf, Glocke abonnieren, das hilft dem Algorithmus, damit diese Videos ein bisschen mehr verbreitet werden und du siehst mehr Videos. Wenn du mehr Videos siehst, dann ist das gut für uns, weil dann machen wir mehr Videos. Okay, also los geht's. 4 Strategien, die ich sehr, sehr gerne handle. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne natürlich viel, viel mehr Strategien. Und ich habe früher auch viel, viel mehr Strategien gehandelt. Und ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im letzten Jahr. 99% der Dinge, die ich gehandelt habe, beziehen sich hier auf diese 4 Strategien. Und alles andere war mal eine seltene Ausnahme. Und ganz ehrlich, hätte ich diese seltene Ausnahme weggelassen, wäre mein Ergebnis ganz genauso gewesen. Also beschränken wir uns auf diese 4 Dinge oder ich beschränke mich auf diese 4 Dinge, die ich am liebsten mache. So, und fangen wir an mit der allerersten Strategie. Und zwar quasi Platz 4, CCW, Covered Call Writing. Das heißt also, Covered Call Writing, du besitzt eine Aktie. Ich habe jetzt hier mal einfach mal die Apple genommen und es ist ein Wochenchart und habe gesagt, okay, mal angenommen, du besitzt diese Apple-Aktie. Und jetzt sagst du, okay, ich möchte noch etwas zusätzliches Geld verdienen, weil Dividendenrendite ist ja bei dieser Aktie nicht sehr, sehr hoch. Und wie könnte man das machen? Und also könntest du Calls schreiben. So, das kannst du natürlich auch machen, wenn du die Aktie nicht besitzt. Dann ist es einfach nur ein Naked Call. Aber die meisten Anleger, die das tun, machen das, indem sie einen Covered Call schreiben. Ist irgendwie auch bei Anlegern total beliebt, Covered Calls. Und ist meine viertliebste Strategie. Warum meine viertliebste? Die hat, erstens kommt sie nur sehr, sehr selten zur Anwendung. Nämlich, wann schreibst du das? Ich persönlich mache das immer nicht. Jetzt sage ich hier mal nicht. Deswegen mache ich es hier rot. In diesen Phasen hier schreibe ich keine Covered Calls. Das heißt, wenn die Aktie nach oben geht, möchte ich keine Calls oben drüber haben. Warum? Weil mein Risiko dabei immer ist, dass mir die Aktie weggecallt wird. Also das heißt, die steigt und dann habe ich einen Call verkauft. Der Call gibt dem Käufer das Recht, das Underlying zu kaufen. Da ich das Underlying habe, muss ich es ihm verkaufen. Das heißt, die Aktie wird mir ausgebucht. Das möchte ich nicht. Also deswegen schreibe ich das immer nur in Abwärtstrends und Abwärtstrends, wenn sie halt technisch definiert sind. Also vielleicht in so einer Phase hier oder in so einer Phase und jetzt auch wieder in so einer Phase. Nur in solchen Situationen schreibe ich Covered Calls. Das heißt also, wenn man langfristig betrachtet, da Aktienmärkte tendenziell steigen und ich auch keine Aktien im Depot habe, möchte die 10 Jahre lang fallen, kommt das eher selten vor. Das erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Nachteil beim Covered Call Writing ist, dass es den sogenannten Skew gibt. Hast du bestimmt schon mal gehört, dieses Wort? Skew. So. Und Skew bedeutet, wie sind die Preise bei Optionen verteilt auf der Ober- und Unterseite? Und was ist das größte Risiko im Aktienmarkt? Dass es nach oben geht oder dass es nach unten geht? Richtig, dass es nach unten geht. Die meisten Anleger haben nicht davor Angst, dass Aktien steigen, sondern die meisten haben Angst davor, dass Aktien fallen. Und deswegen ist der Skew auf der Unterseite höher, bedeutet, dass die Puts in der Regel viel, viel teurer sind als die Calls. So, und das kannst du selber mal ein bisschen nachvollziehen. Wenn du also jetzt hergehst und sagst, hey, ich nehme mal deine Handelsplattform, guckst dir mal an, nimmst dir irgendeine Aktie, was mir ist jetzt hier Apple, und dann guckst du mal nach, keine Ahnung, 50 Tage Restlaufzeit, Delta 20, Delta 30, was kostet dann Call, was kostet dann Put? Da wirst du feststellen, Puts sind in der Regel teurer. Und das bedeutet natürlich auch, wenn du eine Option verkaufst, also schreibst, also hier, du machst ja eins, hier Short Call, hier oben irgendwo, so, und dann hier wieder, so, da schreibst du deine Calls, dann kriegst du im Verhältnis relativ wenig Prämie. Und dadurch, dass du relativ wenig Prämie bekommst, ist der Ertrag nicht so sehr hoch.
Viele Leute machen es trotzdem ganz gern, aber es ist nicht so, so toll. Und worauf du immer ein bisschen aufpassen musst, ist, dass diese Abwärtsbewegung, die meisten Leute erkennen Abwärtsbewegung zu spät. Und wenn sie dann anfangen, Covered Calls zu schreiben, dann ist es meist an so einem Punkt wie hier, wo dann die Märkte kurz vorm Zurückdrehen sind und dann bekommen sie halt relativ schnell Probleme mit ihren Calls und verlieren dann Geld. So, deswegen meine persönliche, und du schreibst mir bitte deine Meinung in die Kommentare, meine persönliche Lieblingsstrategie nur auf Platz 4 sind Covered Calls. Okay, alles wieder weg. Kommen wir zum nächsten, nämlich zur nächsten Strategie, die ich schon viel öfter handle als die Covered Calls, nämlich das sogenannte von uns auf Platz 3 gesetzte Short-Put-System. So, Short-Put-System ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass du sagst, hey, ich habe hier einen Aktienkurs und ich verkaufe einen Put, ne, und dafür bekomme ich halt eine Prämie. Die Intention dahinter ist, einziger Fokus ist das hier, die Prämie. Du willst also unter gar keinen Umständen diese Aktie haben. Du willst sie nicht in dein Depot haben. So. Und weil das so ist, haben Short Puts ein paar bestimmte Voraussetzungen, die du einfach erfüllen musst. Nämlich, Short Put System darfst du nicht immer machen. Ne? Viele Leute handeln Short Put Systeme, nachdem sie es mal so halb gar gelernt haben, permanent. Und du kannst dir vorstellen, in solchen Phasen hier, ne, kriegst du mit einem Short-Put-System natürlich mächtig auf die Nase. Warum? Du hast einen Put geschrieben, die Aktie kommt runter und dann willst du die ja gar nicht haben, die Aktie. Und selbst wenn sie noch weit genug von deinem Strike weg ist, musst du dann sagen, dann komm raus damit und dann kaufst du die Option halt mit Verlust zurück. Das heißt, du kannst auch Short-Put-System nicht permanent anwenden, wie übrigens keine Strategie im Optionshandel. Du kannst keine einzige Optionsstrategie permanent anwenden, also es macht zumindest keinen Sinn aus meiner Sicht. Und deswegen musst du da auf den Zeitpunkt achten. So, Vorteil, und warum mache ich es lieber als Covered Calls? Naja, wenn wir einfach mal schauen, wie bewegen sich Aktienmärkte tendenziell nach oben, einzelne Aktien, oder du kannst es ja auch auf Index machen oder wie auch immer, ne? Das heißt, du hast mal den Vorteil mehr auf deiner Seite, weil sie eben tendenziell eher steigen, als dass sie fallen. So, das heißt, du kannst das schon mal viel häufiger machen als zum Beispiel jetzt Covered Calls. Ne? Nächster Vorteil, wir haben gerade bei den Covered Calls über den sogenannten Skew gesprochen. Und das bedeutet, nochmal kurz zur Wiederholung, Puts, viel Prämie, Calls, wenig Prämie. Und das bedeutet, dass du mit dem Short-Put-System oder mit einfach nackt verkauften Puts deutlich mehr Geld einnehmen wirst als mit nackt verkauften oder eben auch gedeckten Calls. Und jetzt ist was ganz, ganz Witziges. Viele Leute sagen, und das habe ich schon ganz häufig erlebt bei Vermögensverwaltern, in Banken und so weiter, ich sage, ja, aber das ist ja so riskant, weil du hast ja die Aktie nicht und deswegen, wenn es nach unten geht, ne, und die Option kann dir um die Ohren fliegen und so weiter. Und was die Leute alle nicht verstehen, ist, dass vom reinen Risikoprofil her ist ein nackt geschriebener Put aus dem Short-Put-System genau das gleiche wie ein Covered Call. Warum das? Naja, überleg mal. Wir machen das hier mal kurz weg. Was ist denn das Risiko bei einem Short-Put? Na, wir nennen es jetzt mal hier mal Short-Put. So, du bekommst eine Prämie und das Risiko ist, dass die Aktie fällt. Okay, so. Egal, ob du die Aktie hast oder nicht, wenn sie fällt, haust du diesen Put um die Ohren. Im Zweifelsfall kann er sogar unter deinen Strike kommen und du wirst long in diese Aktie eingebucht und dann hast du eben das Problem mit der fallenden Aktie. Okay? Covered Call Writing. Wie sieht es da aus? Du bekommst eine Prämie, die ist sogar noch ein bisschen kleiner und das Risiko ist, hoppala, dass die Aktie fällt. Das heißt, beim Short Put hast du nur eine Option, beim Covered Call hast du eine Option plus die Aktie und auch da hast du das größte Risiko, dass das Ganze fällt. Und wer sich mit diesen P&L-Diagrammen auskennt, ne, könnt ihr euch erinnern, hier, wer das schon mal gemacht hat, diese P&L-Diagramme, ne, das hier ist Plus, das ist Minus, so, und das ist der jeweilige Strike, so, dann sieht ein Short-Put-System genauso aus wie ein Covered-Call-System, nämlich so hier. Ist genau das Gleiche. Malt euch mal auf. Macht euch das mal. Wer das nicht kennt, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wer das ein bisschen kennt, der weiß, Covered Calls und Short Puts sind vom Risiko her genau das Gleiche. Vorteil vom Short Put,
deutlich höhere Prämie und viel, viel öfters. Nämlich, wenn du dir das hier anschaust, wann könntest du das machen? Immer in diesen Aufwärtsphasen hier. Ne? Und da die tendenziell immer viel länger sind als die Abwärtsphasen, macht das viel, viel mehr Sinn. Das heißt, du wirst mit einem Short-Put-System auf Dauer viel mehr Geld verdienen als mit einem Covered Call. Okay, kommen wir zu meiner Nummer 2. Und Nummer 2 ist im Grunde genommen so ähnlich wie das Short-Put-System, bloß es ist ein CSP, ein Cash-Secured Put. Bedeutet, was machst du? Auch hier schreibst du einen Put, dafür bekommst du eine Prämie. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, erinnerst du dich, beim Short-Put-System habe ich gesagt, du willst unter gar keinen Umständen die Aktie haben. Beim Cash-Secured-Put-System sagst du, okay, Zweifelsfall, lasse ich mir die Aktie einbuchen. Ja? Dann nehme ich halt die Aktie. Ich habe ein paar Aktien, die würde ich sowieso immer ganz gerne mal meinem Portfolio zufügen. Also schreibe ich auf die Dinger ganz einfach Cash-Secured-Puts, kassiere halt permanent eine Prämie und wenn dann eben doch mal was kommt, dass es runtergeht, hier oder hier, dann lasse ich sie mir halt ins Depot buchen. Ja? Vorteil, Prämie, ganz klar. Zweiter Vorteil, du musst nicht aussteigen. Das heißt, du kannst das Ganze viel, viel entspannter angehen. Wenn es dann mal ein, zwei Tage nach unten geht, ist dir das vollkommen egal. Wenn es auch mal eine Woche nach unten geht, ist dir das vollkommen egal. Weil du ja von vornherein gesagt hast, naja gut, zur Not, hier, Cash Secured, lasse ich mir die Aktie andienen. Ne? Gibt es Nachteile? Natürlich gibt es Nachteile. Nachteil Nummer 1, du brauchst ein bisschen ein größeres Konto. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier eine Apple, die irgendwo zurzeit um die $170 kostet. Eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien. Und jetzt mal angenommen, du würdest bei, keine Ahnung, hier 150 von mir aus für einen Put schreiben oder 140, ne, dann reden wir halt hier 140 mal 100 sind eben 14.000. Das heißt, du musst eigentlich dieses Geld zur Verfügung haben. Mit Margin geht es auch mit ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz, du musst eigentlich dieses Geld zur Verfügung haben. Und das sprengt viele Konten von kleinen Optionshändlern. Ne? So, weil die können ja nicht sagen, ich mache 5, 6 verschiedene. Das Risiko Nummer 1 oder beziehungsweise Herausforderung Nummer 1. Herausforderung Nummer 2 ist, dass es dir passieren kann, dass du irgendwie das auf die falschen Aktien machst. Also, dass du das auf irgendeine Hype-Aktie machst, ne, die du irgendwie nicht erwischt hast und die Aktie ist irgendwie, was weiß ich, nehmen wir mal, die ist hier steil gegangen und sagt, ich habe sie nicht bekommen und jetzt schreibe ich halt hier irgendwie einen Cash-Secured-Put. Ne? Und dann stellst du fest, hey, das ist ein Heim und das Ding macht hier einen Tannenbaum, fällt nach unten weg und du hast hier oben dir die Aktie fast zum Höchstkurs einbuchen lassen und da nützt dir dann auch das bisschen Prämie nichts. Das heißt, du musst auch hier sehr, sehr genau heraussuchen, was sind denn auch Aktien, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit langfristig eine gute Performance haben. Ne? Und das sind in der Regel keine Hype-Aktien. Das heißt, hier gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Hier gehört ein bisschen dazu, dass du dich mit den Märkten beschäftigst. Das kannst du nicht ganz so einfach, jede Aktie, die nehme ich einfach mal. Weil ich kenne auch heute Leute, die haben sich irgendwelche nicht so guten Aktien halt einbuchen lassen. Okay? So, das also meine Nummer 2. Cash-Secured Puts. Ne? In all unseren Trainings auch deswegen bei den größeren Trainings auch mit dabei. Weil es einfach eine sehr schöne Strategie ist, wo man Prämien kassieren kann, wo man Zusatzeinkommen generieren kann, was nicht kompliziert ist, was total simpel auch von der Überwachung her ist. Da muss ich den ganzen Tag davor hocken. Fehlerverzeihend auch, ne, weil du sagst, ja, okay, ein Tag zu früh, ein Tag zu spät spielt keine Rolle. Also sehr, sehr schön. Und du kannst auch mal 3 Tage nicht hinschauen, weil, wie gesagt, im Zweifelfall nimmst du die Aktie. So, jetzt kommen wir, und ihr werdet jetzt alle schon gespannt sein, ja Mensch, das hat er doch schon eigentlich alles gesagt, was kann denn jetzt noch kommen, als Nummer 1? Ne? Und damit ich euch Nummer 1 zeigen kann, machen wir als allererstes mal was, nämlich, ich wechsle mal hier den Chart, und zwar, wir gehen mal hier auf Öl, so, und jetzt haben wir hier Crude Oil, denn meine absolute Nummer 1. Ne? Muss man den Chart ja kurz ein bisschen umstellen. Okay, jetzt haben wir hier Crude Oil. Denn meine Nummer 1, ganz, ganz klar, sind Future Optionen. So, warum sind Future Optionen so was Besonderes? Und dazu zeige ich euch ganz kurz was. Das hier, ne? Optionsstrategien für die Praxis. So sichern Sie sich an der Börse ein regelmäßiges Einkommen. Das Buch 2011 bereits erschienen und ich tue es mal hier herstellen. So.
da ging es ja auch nur um Future-Optionen. Und manche haben gesagt, ja, das ist ja gar kein vollständiges Buch, der redet nur über Future-Optionen. Ja, ganz bewusst. Warum? Weil ich persönlich Future-Optionen für eines der besten Mittel halte, um regelmäßig Geld an der Börse zu verdienen. Ne? Weil jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Nummer eins, wie viel gibt es Aktien? Amerika vielleicht so 6.000, 7.000 Stück, weltweit ungefähr 20.000. Das heißt, du hast eine Riesenauswahl, aber du musst eben auch sehr, sehr viel beobachten. Wie viel vernünftige, handelbare Futures gibt es, auf die du Optionen schreiben kannst? Ne? Und das sind gar nicht so viele. Also, da können wir natürlich aus dem Energiebereich nehmen, Erdöl, Erdgas, Gold, Silber aus den Metallen. Dann schauen wir uns vielleicht noch Weizen, Sojabohnen, Mais an, ne? So, dann haben wir, sind wir bei 8, ne, 7 sind wir jetzt erst, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen die Future-Märkte, ne? Also ES und NQ, dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Währungen, dann haben wir vielleicht noch zwei, drei Softs. Das heißt, alles in allem schaust du dir weniger als, sagen wir mal, vielleicht 15 Märkte an. Mehr musst du nicht machen. Okay? 15 Märkte. Das Tolle ist, diese Märkte sind nicht zwingend miteinander korreliert. Gold und Silber ist natürlich korreliert, aber zum Beispiel Zucker und Weizen sind nicht zwingend miteinander korreliert. Das bedeutet also, du hast hier nicht immer nur eine Bewegung. Wenn es an den Märkten richtig nach oben geht, steigt in der Regel alles, an den Aktienmärkten. Wenn etwas fällt, fällt in der Regel auch alles. So, und hier hast du unterschiedliche Bewegungen. Zweitens kommen wir auf den Skew nochmal zurück. Ne? So. Wie war das gleich bei den Aktienmärkten? Puts brachten mehr Prämie als Calls. In den Future-Märkten ist es so, dass Calls genauso viel Prämien bringen, normalerweise, wie die Puts, manchmal sogar die Calls etwas mehr. Warum? Erinnerst du dich an die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe? Was ist das größte Risiko am Aktienmarkt für die meisten Leute? Dass es runtergeht. Okay? Was ist denn das größte Risiko an den Future-Märkten? Jetzt hier aktueller Ölpreis. Was ist denn das größte Risiko? Naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Diejenigen, die Öl produzieren, haben das Problem, wenn der Preis fällt. Diejenigen, die Öl verbrauchen, wir Verbraucher, die Raffinerien und so weiter, die haben eher das Problem, wenn es steigt. Das heißt, hier gibt es eine unterschiedliche Interessenlage und weil diese unterschiedliche Interessenlage da ist, wird das Risiko in den Optionsprämien fast gleich verteilt oder manchmal sogar eher auf der Oberseite verteilt. Ne? Heißt also, du hast hier einen viel besseren Skew. Das heißt, du kannst Calls und auch Puts verkaufen, manchmal sogar gleichzeitig. Und das ist gleich der nächste Punkt. Rohstoffe, dann machen wir vielleicht mal hier, machen das mal kurz raus. Wir gehen mal hier auf einen Monatschart. Rohstoffe laufen ja in Trends. Ne? So. Geht's mal nach unten, dann geht's mal wieder nach oben, dann geht's nach unten, dann geht's nach oben, dann geht's nach unten, geht's nach oben. So. Und diese Trends, und manchmal gibt's sogar noch hier doch diese schönen Seitwärtsphasen. So, hier auch, ne? Und normalerweise, wenn das jetzt eine Aktie wäre und du hast eben das eine System oder das andere, dann wechselst du immer hin und her, ne? Mal Puts, mal Calls. Hier ist es auch so, aber du kriegst halt immer dafür alles bezahlt. Das heißt, du kannst hier die ganze Zeit immer schön Puts verkaufen. Dann kannst du hier wieder Calls verkaufen. Hast du hier wieder zuletzt Puts verkauft und wir haben zuletzt wieder Calls im Öl angesetzt. So, das heißt, du hast hier eine permanente Möglichkeit, Geld zu machen an den Märkten. Funktioniert das immer alles? Ne? Sind das alles immer Gewinner? Nein, natürlich nicht. Ne? Also gerade hier oben bist du dann vielleicht, wenn es dann hier runter geht, vielleicht mit deinen letzten Puts zu spät. Und dann, wenn es hier dreht, bist du vielleicht hier mit deinen letzten Calls zu spät. Aber du hast in der Mehrzahl viele, viele Trades hintereinander, die funktionieren. Das heißt, du kannst das sehr, sehr wiederholbar machen. Ne? Dann gibt es sogar die Möglichkeit, dass du sagst, okay, wenn es seitwärts geht, du kannst Calls und Puts machen. Kannst Ranges aufbauen. Ne? Kannst also sagen, hey, ich gehe hier oben drüber, ich gehe hier unten drunter und verdiene damit sogar Geld. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Wenn du an den Aktienmärkten mit Optionen Geld verdienen willst, musst du doch relativ nah an den Preis gehen. Erinnerst du dich? Apple, haben wir gesagt, hier hatte irgendwie 170 Dollar. Ne? So, und da kannst du jetzt auch hergehen, ich schreibe einen Cash Secured Put bei 100. Und wenn die auf 100 fällt, dann kassiere ich die Aktien und eine Prämie. Vergiss das, funktioniert nicht, ne? Weil du kriegst hierfür einfach keine Prämien. Bei Rohstoffmärkten kannst du aber durchaus 20-30% vom Preis weggehen. Manchmal in Extremphasen 40-50% vom aktuellen Preis. Und das muss dann der Markt erstmal machen, dass er 40 oder 50% in ein, zwei Monaten steigt. Geht das? Ja. Muss man dann auch Risikomanagement machen? Ja, aber du bist einfach unglaublich flexibel. Ne?
Was ist der Nachteil? Ja, es gibt für alles immer einen Nachteil. Nummer eins, du musst ein paar andere Dinge lernen als im Aktienhandel. Das heißt, du musst ein bisschen auf ein paar andere Sachen, Commitment of Traders, Saisonalität, Terminstrukturkurven. Das heißt, du musst ein paar andere Sachen anschauen und du brauchst ein etwas größeres Konto. Ja? Das heißt also Minimum 25, 30, 40, 50.000 Euro solltest du haben, damit du Future-Optionen handeln kannst, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier mal Öl anschauen, Öl kostet momentan um die 85 Dollar, sagen wir mal, 85. Wir handeln 1000 Barrel immer in einem Future. Das heißt, du bewegst hier etwas in dem Preisrahmen von 85.000 Dollar. Ja? So, und das kannst du mit dem 5000er Konto theoretisch machen, praktisch haust du das Ding irgendwann mal um die Ohren. So, das funktioniert also nicht. Das heißt, du brauchst ein bisschen größeres Konto. Auf der anderen Seite, das ist wieder ein schöner Vorteil, gerade wer größere Summen hat, ne, also wer größere Konten handelt, der tut sich manchmal mit dem Aktienoptionshandel ein bisschen schwer, weil wenn du sagst, ich verkaufe hier eine Option und die bringt mir irgendwie 70 Dollar Prämie ein, so, und du hast ein 100.000er Konto, du sagst, naja, das ist ja super, ne, da kann ich jetzt hier 10 Stück verkaufen, damit ich 0,7% mache, was okay ist, aber 10 Stück bedeutet auch 10 mal Prämie, weil Future-Optionen, Optionen allgemein werden immer pro Stück bei deinem Broker abgerechnet. So, also du bist bei so einem speziellen Broker, der dir vielleicht Packages gibt oder so. Das ist aber eher nicht so sehr verbreitet. Und bei einer Future-Option hast du ganz häufig 300 bis 1000 Dollar pro Option. So, und das heißt, du musst viel, viel weniger Trades aus gebührentechnischer Sicht machen. Ja? So, das ist übrigens der Grund, warum in Amerika alle Broker so total heiß darauf sind, dass du Aktienoptionen tradest. Ja? Und die ganz, ganz wenig über Future Optionen machen, weil da würden sich ja die Commissions beschneiden. So, also deswegen hier, number one, Future Options, I love it. Ne? So, und für jeden von euch, der sagt, hey, das klingt spannend, hier, Optionsstrategien für die Praxis, gibt es immer noch zu kaufen in der, keine Ahnung, das ist jetzt die, wie will es jetzt, 6. Auflage, ne? Und gibt vielleicht demnächst sogar mal noch wieder was Neues, aber dazu später. Und kauft euch dieses Buch. Es lohnt sich echt. Ne? Es lohnt sich echt. Und wir haben ganz, ganz viele Kunden auch bei uns in der Academy, die, nachdem sie mit Aktienoptionen gemacht haben, die Konten dann größer werden, umschwenken und sagen, hey, ich mache jetzt Future-Optionen, weil fürs regelmäßige Einkommen ist das einfach eine ziemlich coole Sache. So, das war's für heute. Meine Top 4 der Optionsstrategien. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was eure Lieblingsstrategien sind, was ihr für Erfahrungen habt und schreibt mir Fragen rein. Ne? Wenn ihr sagt, hey, das interessiert mich, dann gibt's mehr hier auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.